Das Rathausmodell der Dülmener Partnerstadt Charleville-Mézières ist in die Jahre gekommen und hat gelitten. So die Feststellung der Anwesenden beim Pressetermin in der neuen Spinnerei. Rüdiger Behrens von der Artothek Münsterland berichtete über seine Nachforschungen aus Anlass des Jubiläums der Städtefreundschaft zwischen Dülmen und Charleville-Mézières. Wir haben die Jubiläumsveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum des Partnerschaftsvertrages zwischen Frankreich und Deutschland vorbereitet. Und da habe ich dann im Archiv die alten Ausgaben der Dülmener Zeitung mir vorgenommen, was damals hier in Dülmen passiert ist. Und da ist mir ein Foto aufgefallen von 1965, auf welchem man dann sieht, dass die französische Delegation als Gastgeschenk dieses Rathausmodell aus Streichhölzern gebastelt hier in Dülm als Präsent überreicht hat. Ja, wie diese Sachen natürlich zerstört worden sind, also welcher münsterländische Daumen dann also irgendeinen Fensterrahmen eingedrückt hat oder um also auch noch den Feuerwehrturm da malträtiert hat, das wissen wir, machen wir jetzt keine Fingerabdrücke mehr von, aber wenn die Gruppe das jetzt hier repariert und restauriert, ist es natürlich sehr schön. Die Stadt Dülmen möchte das beschädigte Rathausmodell wieder restaurieren lassen und fand als Ansprechpartner Helmut Liedtke von der Modellbau AG am AVD-Gymnasium. Ja, die Stadt Dülmen durch den Stadtarchivar Herrn Dr. Sudmann ist an mich herangetreten und hat mich gebeten, das Rathaus von Mézières einmal zu begutachten, ob es möglich ist, dieses zu reparieren und wieder in den Urzustand zurückzuversetzen. Zur Ausbesserung kann ich sagen, ich hatte den Eindruck, das ist machbar. Wenn man das entsprechende Material besorgen kann, können wir das hier in der Modellbau AG hinkriegen und rechtzeitig Mitte Mai das Rathaus dann wieder fertig haben. Die abgebrochenen Teile wieder einzubauen ist eine Sisyphusarbeit, so Helmut Liedtke. Mit dabei Jonas Kock und Janus Rudolf. Sie freuen sich schon auf diese Aufgabe. Denn eine Restaurierung steht nicht alle Tage auf dem Stundenplan. Es müssen einige Spitzen und Kugeln verbessert werden. Das sind drei verschiedene Kugelarten. Wir haben schon geguckt, wie viele wir brauchen. Wir brauchen zwei 12 mm Kugeln, eine 9 mm Kugel und zwei 14 mm Kugeln. Ja, ich finde es einfach nur spannend und macht Spaß, solche kleinen Häuser zu bauen. Bei den ersten Reparaturen am Rathausmodell stellten beide Schüler ihr Geschick unter Beweis. Auch sie gehen davon aus, dass das Modell bis zum Besuch der französischen Delegation zu Pfingsten wieder vollständig hergestellt ist.